bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Welche Auswirkungen haben die Aminosäuren auf die Leistungsfähigkeit von Menschen? Diese Frage stellen wir uns heute in der heutigen Quantisana TV-Sendung und ich bin richtig gespannt, was ich da dabei alles erfahren werde. Heute bei mir im Studio Herr Dr. Reinwald sowie Herr Dosenbach. Es freut mich riesig, dass Sie heute den Weg zu mir ins Studio gefunden haben. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Danke auch. Sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, es ist so, wir haben schon viele Sendungen über das Thema gebracht und wir können heute auch nur kurz nochmal darin einsteigen. Das heißt, falls Ihnen weitere Informationen noch fehlen, gucken Sie einfach kurz auf www.quantisana.tv nach. Da können Sie Sendungen, die wir bis anhin schon ausgestrahlt haben, jederzeit nachgucken. Trotzdem wäre ich sehr froh, wenn Sie sich ganz kurz nochmal erklären könnten, um was es eigentlich genau geht. Einfach kurz und knapp. Kurz und knapp. Normalerweise geht man davon aus, dass die Energieträger für Leistungssport Fette und Kohlenhydrate oder Zucker sind. Mhm. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Denn für die Leistungsfähigkeit eines Menschen und insbesondere natürlich dann auch für Hochleistungssportler ist die Proteinbiosynthese von ganz ausschlaggebender Bedeutung. Muskelwachstum, Schnelligkeit etc. Das ist alles auch eine Sache von einer guten Protein, sprich Aminosäurenversorgung, das sind ja die Bausteine der Proteine. Gut, das war's, kurz und bündig, wie Sie wollten. Danke sehr. Herr Dossenbach, es ist Hallo. So, ich wünsche mir ja eigentlich auch, dass ich ein paar Liegestütze hier auf dem Boden machen könnte. Das Problem ist, nach zwei liege ich am Boden. Bei Ihnen ist das ein bisschen anders. Könnten Sie vielleicht mal ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen, wer Sie genau sind? Also, ich bin Roman Dossenbach, 58 Jahre alt. Das sieht man nicht. Oh, danke schön. Ja, eben, die gute Ernährung und der Sport. Ich bin Liegestütze-Weltrekordler und ich sage eigentlich zu mir, ich mache Ausdauerliegestützen. Was bedeutet das? Was genau machen Sie denn? Das heißt, ich versuche im Schnitt 1000 Liegestütze pro Tag zu machen. Das werden manchmal auch schon bis 2500 Liegestützen am Tag, je nachdem. Es kann auch sein, dass ich dann mal einen Tag Pause mache, sei es berufsbedingt, dass ich nicht dazu komme. Ja. Herr Reinwald, wie viele Liegestütze können Sie machen? Mein Gott, also ich, wenn 30 schaffe, dann, gut, ich trainiere nicht jeden Tag, dann bin ich glücklich. Aber ich meine, 10.000 Liegestützen in 2 Stunden. Ein Weltrekord hat er ja mehrfach im Guinness-Buch der Rekorde. Ja, wir haben uns kennengelernt über seinen Sport. Er hatte damals ein Leistungsplateau, wie man das bei Sportlern bezeichnet. Mhm. Das heißt, eine monatelange Stagnation seiner Leistungssteigerung. Und das nennt man Plateau. Also der Sportler kommt dann nicht auf eine neue Trainingsstufe. Und dann hat er zufällig uns kennengelernt über, wie es der Zufall so will, die Empfehlung eines Vegetariers, der unser Aminosäurepräparat eingenommen hat und als Proteinersatz. Und er hat das dann eingenommen und innerhalb von 3,5 Wochen ist sein Leistungsplateau um 30% gestiegen. Und das hat er mir dann mitgeteilt, dass er in einer E-Mail kam, eines Nachts eine E-Mail reingeschneit: Hallo, Herr Dr. Reinwald, ich bin der Roman Dossenbach und ich mache 10.000 Liegestütze. Also ich bin auf dem Weg. Ich habe gedacht, was ist denn das für ein Wahnsinniger? Aber er ist ein ganz, ganz, ganz bescheidener und sympathischer Mensch. Ich habe ihn ja dann kennengelernt persönlich und wir sind inzwischen gut in Kontakt und ich freue mich über jeden Erfolg. Er hat ja inzwischen eine ganze Reihe von Weltrekorden im Guinness-Buch. Vielleicht selbst ein bisschen. Ja, was erstaunlich ist, dass ich mein Niveau halten kann. Also das Niveau, das ich dann erreicht habe durch MAP, ich war irgendwo bei 2050 Liegestützen in der Stunde. Mhm. Damals kam irgendwie nicht weiter. Hab dann über dummes Rumgequatschen mit Freunden einfach da gehört. MAP, denke ich, MAP, was soll denn das sein? MAP, oder? Habe ich das mal recherchiert und habe ich die genommen und dann auf einmal, ich weiß nicht, was passiert ist. Also es ging
ab und dann war ich auf 2500 in der Stunde. Und ich kann interessanterweise dieses Niveau eben halten, das schon seit 3 Jahren. Na, das waren Sie vorher schon, 2500 in der Stunde. Ja, ja, es war schon, aber das war, also 2,5 ist schon jetzt, weil es ist ja nicht nur die Anzahl, sondern auch die Ausführung. Die Ausführung ist inzwischen... Die Ausführungsqualität. Ja. Die Ausführungsqualität habe ich natürlich inzwischen auch kontinuierlich gesteigert. Das muss man natürlich auch sehen. Und da geht natürlich dann auch die Anzahl ein bisschen runter. Mhm. Er hat mir dann er hat mir dann ja auch hat dann geschrieben, er ist ein Control-Freak, ein Mess-Freak. Habe ich mir gedacht, typisch Schweizer. Die messen gerne die Uhren, dann haben sie auch so präzise Uhren. Und dann kam er an mit einer Herzfrequenzmessung vor der Einnahme, also Liegestützen ohne MAP. Und dann mit einer Herzfrequenz-Einnahme mit MAP. Mhm. Also das erste war wirklich zackig und das zweite war wie ein Surren. Also das war schon auch sehr beeindruckend von den Messergebnissen her, was da. Wie kam es denn zu diesem Ergebnis? Warum? Ja, durch die Einnahme von Aminosäuren, die natürlich die Proteinbiosynthese verbessern, die den Zellstoffwechsel verbessern, die den Herzmuskel besser versorgen. Und dadurch kommt es natürlich. Und das, was ich ja vorhin gesagt habe, es ist nicht nur Zucker oder Fettenergie, sondern es sind auch Aminosäuren, Proteine beteiligt an dem ganzen Stoffwechsel. Proteine sind Enzyme sind beteiligt, die auch Proteine sind. Und das wirkt sich natürlich aus, wenn das gesamte Baumaterial in optimierter Form vorhanden ist, dann läuft die Arbeit schneller von der Hand. Nicht? Das ist ungefähr so, wenn Sie auf einer Baustelle sind, und es fehlt Ihnen ein Arbeiter, der jetzt zuliefert zum Beispiel den Mörtel. Ja, dann können Sie nicht mehr weiterbauen. Nicht? Dann müssen Sie sich irgendwie anderweitig zu helfen. Wird es langsamer. Genau. Wenn aber alles reibungslos abläuft, ja, dann flutscht es einfach und dann ist der Bau in 2 Monaten fertig. Mhm. Und genauso ist es im Körper. Gut, es ist natürlich, MAP unterstützt, oder sagen wir mal, MAP füllt mir natürlich meine Muskeln optimal auf. Ja. Dass ich wirklich die Leistung optimal bringen kann. Gleichzeitig verkürzt es die Regenerationszeit und bei einem Weltrekord über 1 Stunde ist eben die Regenerationszeit zwischen den Sätzen das Entscheidende. Also heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nächsten Weltrekord werde ich angreifen mit 20 Liegestützen, nur 20, aber alle 30 Sekunden. 20 kann jeder machen, aber nicht alle mit einer Regenerationszeit von vielleicht nur 10 oder 11 Sekunden. Boah. Ja, und dann wieder 20 und das 120 Mal. Ja. Und das ist eben das Geheimnis. Die Regenerationszeit kann ich verkürzen und mir eigentlich die Energie bereitstellen über 1 Stunde. Mhm. Und ich brauche nicht mal etwas zu mir zu nehmen während dieser Stunde. Und jetzt muss man natürlich sehen, dass das MAP eine bestimmte Zusammensetzung von Aminosäuren hat, in einem bestimmten Verhältnis zueinander, die dazu führen, dass MAP nahezu keinen Stickstoffabfall liefert. Das müssen Sie sich vorstellen wie ein Auto, das keine Abgase liefert. Ja? Und nicht nur das, es liefert auch nahezu keine Zucker. Mhm. Das heißt, es wird fast alles, nahezu alles für die Aufbauleistung verwendet und nicht für Verbrennungsleistung. Ja. Das entlastet Leber und Nieren, das entlastet den Verdauungsapparat. Und das wiederum spiegelt sich dann in der Leistungsfähigkeit des Sportlers. Mhm. Es sind nicht nur Aminosäuren, sondern es sind eben diese speziellen Aminosäuren, die 8 essentiellen Aminosäuren, in dieser speziellen Formel, in dieser speziellen Qualität. Nicht? Und das hat er gemerkt, weil vorher hat er ja auch schon Aminosäurepräparate genommen, Shakes genommen, aber das ist aus Whey-Protein, also Molkeprotein. Ja gut, Molkeprotein ist ganz schlechtes Protein. Das hat man früher als Schweinefutter verwendet, bevor man die Bodybuilder entdeckt hat. Und dann hat man mit einer riesigen Marketingkampagne. Naja, das ist das Schweinefutter einfach weitergereicht. Ja, genau. Nein, bitteschön. Ich mache selbst Kraftsport. Ich finde es wichtig, dass man Muskelkraftsport macht und Ausdauerkraftsport macht, beide Sportvarianten kombiniert. Und diese Bodybuilder,
wenn man jetzt mal von den extremen Anabolika-Missbräuchen und Steroid-Missbräuchen absieht, die haben auch ihre Berechtigung. Schauen Sie, genauso wie diese verrückten Formel-1-Rennfahrer ihre Berechtigung haben. Schließlich haben wir denen zu verdanken, dass wir inzwischen 7 Gänge automatisch Kupplung haben. Und genauso haben wir den verrückten Bodybuildern zu verdanken, dass wir jetzt flächendeckend Fitnesscenter haben und endlich mal aufwachen und ein bisschen was für unsere Gesundheit tun. Mhm. Nee, man muss die Kirche im Dorf lassen. Nein, man hat diese Menschen missbraucht. Genauso wie auch die Ärzte missbraucht wurden und fehlgeleitet wurden. Als ich einen Vortrag hielt in einem Studio, sagte mir, was da passiert, wenn sie so hohe Stickstoffabbaugifte haben, Leberbelastung, Nierenbelastung und vor allem dann Zucker. Es sind ja bis zu 84% Zucker über die glykogenen Aminosäuren in diesen Molkeproteinen. Und dann stand spontan so ein Bär auf und sagt, jetzt weiß ich, warum wir immer so gestunken haben. Ne? Ja klar, haben sie dann die Winde, wenn der Darm die Zuckerlast abdampfen muss. Nicht? Aber daran hat er dann gemerkt, ach, der hat recht. Das haben wir ja sogar gemerkt, das ganze Studio hat gestunken, weil jeder gepupst hat. Nicht? Das sind Stickstoffabbaugifte, das sind in dem Fall, Entschuldigung, nicht, das sind Zuckerabbaustoffwechsel aus dem Proteinstoffwechsel. Aus schlechten, aus schlechter Proteinquelle oder Aminosäurequelle, Whey-Protein, Molkeprotein. Ja. Herr Dossenbach, wie ernähren Sie sich denn, dass das jetzt funktioniert? Wie ich mich ernähre? Genau. Meine Frau hat da nicht immer so ganz Freude daran, weil ich verzichte ziemlich viel auf Kohlenhydrate. Das heißt, ich versuche schon Kohlenhydrate unter 50 Gramm zu bringen pro Tag, die ich zu mir nehme, was eigentlich relativ wenig ist, wenn man denkt, so ein Süßgetränk, 5 Deziliter, hat ja auch schon 50 Gramm, da hätte man den Tagesbedarf ja schon erreicht. Ja, und das aber bei seiner Leistung, nicht? Das aber bei seiner Leistung. Ja. Aber er fährt eben zum großen Teil auf Fettstoffwechsel, auf dem viel gesünderen Fettstoffwechsel. Genau. Und er hat mir heute früh erzählt, was ist eines seiner Lieblingsgetränke? Da hatte ich jetzt gerade auch wieder vor. Ja. Kaffee mit Butter mit drin. Butter. Ne? Ja. Wie wird das bezeichnet? Bulletproof. Bulletproof, ja, habe ich auch heute erst. Ah. Ich bin nicht so in der Szene, ne? Ich bin eben mehr im therapeutischen Bereich tätig. Und Bulletproof, okay. Ja, das ist klar, Sie haben den ganzen Tag keinen Hunger. Ne? Sie trinken Kaffee, sind fit, haben Fett drin, am besten noch ein bisschen Kokosöl rein, das süßt noch ein bisschen. Und noch ein Glas reines, sauberes Wasser hinterher. Und besser geht's nicht, ne? Also Ernährung ist natürlich fleischlastig, da nehme ich natürlich auch meine Proteine zu. Das heißt, man muss natürlich zu den MAP, die ja da einfach da die Muskeln richtig auffüllen mit Aminosäuren, sagen wir es mal so, auch noch die gesunde Ernährung dazu. Muss natürlich auch noch dabei sein, das ist klar. Das heißt, also ich verzichte auf Pommes frites, Reis, Nudeln zum größten Teil. Nicht ganz, aber zum größten Teil. Al dente Nudeln dürfen schon ab und zu sein. Ja, also ich Al dente vor allem, ja. Weil dann der Körper länger braucht, die verbleibende Stärke aufzuspalten in Zucker, sodass der Zucker nicht so schnell ins Blut dringt wie bei Kartoffeln oder bei Einfachzuckern. Und das führt dazu, dass der Zucker dosiert in den Blutkreislauf kommt. Und das ist wieder implizites Wissen, offensichtlich die Italiener gewusst. Die haben gemerkt, dass wenn sie die Nudeln al dente machen und nicht durchkochen, dass sie gleich schlapprig zerbrechen, nicht? Dass sie dann nicht nur besser schmecken, sondern auch bekömmlicher sind, eben was die Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel anbetrifft. Also ab und zu mal einen Teller Nudeln, ja, al dente, niente problema. Ich meine, ich verbrenne so ein bisschen mehr Energie wie andere. Er könnte ein paar Teller Nudeln mehr. Deswegen esse ich auch schon ab und zu mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate, natürlich vor einem Training und so. Das ist nicht so wild. Ja. Also ich schaue zwar drauf, aber ich versuche es nicht ins Extreme zu treiben von dem her. Ja, aber das sollten wir vielleicht noch erwähnen. Es ist im Moment ein Paradigmenwechsel in den Vereinigten Staaten im Gange. Ein Paradigmenwechsel heißt, ein Wechsel der bisher bestehenden Glaubenssysteme, dass Zucker der einzig wahre Energielieferant für Hochleistungssport ist. Und aus diesem Glauben heraus hat man alle Studien so konzipiert, dass sie immer nur auf die kurzfristige Leistung, bei dem Zucker natürlich überlegen ist, ganz klar. Das ist ja auch der Sinn des Zuckers, dass er die schnelle Fluchtenergie liefert, während das Fett die langfristige Ausdauer
Energie liefert. So, und dann hat man natürlich die ganzen Studien in den sportmedizinischen Bereichen immer auf 2-3 Tage eingestellt. Nie auf 14 Tage, Ausdauersportarten und so weiter. Sodass die ganzen Studien immer dazu gekommen sind, Zucker ist der bessere Energielieferant für Hochleistungssportler. Was wiederum dazu geführt hat, dass sie beim Marathonlauf alle 200 Meter irgendeinen Verrückten dastehen haben mit irgendeinem Süßgetränk mit Mineralien noch drin, sodass das Zucker völlig verklebt. 200 Meter weiter brauchen sie dann für die verklebten Zähne wieder Wasser, damit sie das wieder wegkriegen. Und so machen die einen Marathon. Die haben doch nicht alle. Und heute weiß man, und daraus, entschuldigen, das muss ich noch dazu sagen, daraus hat man dann abgeleitet, dass Carbloading, also Kohlenhydrataufladung oder sogar Supercarbloading, nicht? Sie kennen die berühmten Nudelpartys vom Triathlon, ne? Die ja, schon dazu geführt haben, dass manche Sportler dann am anderen Tage so schlecht waren, dass sie eine oder eine Magenverstimmung hatten, konnten gar nicht an den Start. So, und das Paradigma, das wankt im Moment, dank zweier Pioniere, die ich sehr schätze und auch persönlich inzwischen schon kenne, das ist Stephen Pinney und Jeff Wolek. Zwei Sportmediziner und Internisten aus den USA, die von der Datenlage europäischen Standards 15 Jahre voraus sind. Das muss ich jetzt dazu sagen. Ich habe in Tampa, Florida, in diesem Januar bei einem Kongress zur ketogenen Ernährung habe ich den Jeff Wolek kennengelernt und einen Vortrag von ihm gehört. Es gibt viele Vorträge von ihm im YouTube auch. Und diese beiden Ernährungsmediziner, Sportmediziner, Internisten stellen ihre Athleten gezielt mit Messungen, genau das, was die Schweizer so lieben, ja, mit richtig klaren Messungen um und zeigen eine massive Überlegenheit des Fettstoffwechsels und vor allem des fettstoffwechseltrainierten Sportlers. Das ist wichtig. Ein nicht fettstoffwechseltrainierter Sportler, der fällt mal erstmal hinten runter. Du musst deinen Fettstoffwechsel genauso trainieren wie deine Muskeln, wenn du am Anfang in eine Sportkategorie ansteigst. Es braucht eine 3-, 4-, 6-wöchige Umstellung des Stoffwechseltrainings auf dieses neue System. Aber dann ist in Verbindung mit kurzfristiger Zuckerbereitstellung und mittel- und langfristiger Fettstoffwechselübergang, und zwar reibungslosen Übergang, ohne Ketoadaptionsschwierigkeiten, ist das System überlegen. Und das zeigen die beeindruckenden Zahlen der beiden Mediziner. Und da bin ich also schon sehr froh, dass ich auch ein bisschen Pionierleistung hier in Europa. Oh, unter den Blinden ist der einäugige König, sage ich immer. Ne? Diese mehrwöchige Umstellungsphase stelle ich mir aber jetzt als sehr, sehr schwer vor. Wie war das denn bei Ihnen, als Sie sich umgestellt haben? Es war am Anfang schon schwierig, weil wenn man unterwegs ist tagsüber, was isst man da? Ne? Man geht da in den Supermarkt rein und alles, was man aus dem Regal nimmt und hinten aufs Schild schaut, stellt man wieder rein. Also 95% kann man ja gar nicht nehmen. Aber es ging dann vielleicht, ja, es war 4-5 Tage und dann hat man sich daran gewöhnt. Ich habe mir dann eine App runtergeladen, wie viel Kohlenhydrate ist wo drin und habe mich dann genau daran gehalten und am Schluss blieb dann halt noch Käse und Fleisch und einfach schmeckt Fisch, das ganz Geflügel, gut. Fisch, Geflügel, Fett, grünes Butter, Gemüse. Und in der Fett, Handtasche immer eine Karotte mit dabei. Ne? Ohne ja, genau. Jeden Morgen Kokosnussfett und am Abend Kokosnussfett. Also ging eigentlich relativ gut. Und die Blutfettwerte sind mit Sicherheit optimal. Ja. Und das Erstaunliche war, ich war ja schon austrainiert, hatte 77 Kilo und bin kurzfristig mal auf 72,5 Kilo runter sogar. Ja. Ja. Wasser, das ist Wasser. Ja. Er verliert dann Wasser. Warum? Das ist der nächste Punkt. Warum macht man Carbloading und Supercarbloading? Man will beim Hochleistungssportler die Glykogenspeicher erhöhen, damit man den eigentlich nur sehr kurzfristig zur Verfügung stehenden Zuckerspeicher, der sehr gering ist, beim Normalmenschen mit 1700 Kalorien, bei einem gut trainierten Sportler mit 2.500 bis 2.800 Kalorien, 2.800 Kalorien, Entschuldigung. Und dazu braucht man einen besseren Glykogenspeicher. Und jetzt muss man wissen, dass das Glykogen, das ist die Speicherform von Zucker, das Glykogen 3 bis 4 Gramm Wasser pro Gramm Glykogen hat.
Und wenn Sie jetzt diese Glykogenspeicher verbrauchen, durch Schwitzen oder durch Urinieren, dann verlieren Sie natürlich das Wasser. Dann kommt hinzu, dass Sie durch die bessere Aminosäurenversorgung einen veränderten kolloid-osmotischen Druck im Blut haben. Der führt zu einer weiteren Auslagerung von Wassereinlagerung im Zwischenzellgewebe. Und das merken die Leute auch, wenn die mit unserem Ernährungsprogramm anfangen, die pinkeln 6, 7, 8 Mal am Tag, ob sie dünn oder dick sind, völlig egal. Mhm. Das ist das Ergebnis des Abbaus des Glykogenspeichers, ja. Des Glykogens, Entschuldigung, und des Abbaus von im Zellzwischenraum eingelagerten Wasser durch die Verbesserung der Aminosäureversorgung im Blutstrom. Also sprich kolloid-osmotischer Druck. Wobei inzwischen bin ich wieder auf einem stabilen zwischen 76,5 und 77 Kilo. Erstaunlicherweise halte ich dieses Gewicht und lege trotzdem noch an Muskelmasse zu, wenn man das jetzt auch nicht sieht. Und ja, aber ja, ich merke selber, wenn... Mach du mal hoch. Also ich merke... Man sieht schon, dass da ein Trizeps da ist, ja. Der sich sehen lassen kann. Ich könnte ja auch hier mal kurz aufmachen, dann sieht man nämlich auch etwas Erstaunliches. Einfach kurz noch aufs Mikro aufpassen. Ja. Dann sieht man nämlich auch. Ja, ja, ja. Das ist schon keine Hühnerbrust. Da machen wir jetzt wieder zu. Ja, wir könnten doch die Moderatorin auch mal fragen. Nein, das ist das Erstaunliche. Ich lege immer noch zu an Muskeln. Ich spüre es, wenn ich mich anfasse, wie das fest, wirklich richtig. Also die Muskeldichte, die Konsistenz ist ja auch wichtig. Dichte nicht nur die Muskelmasse, das ist jetzt der Unterschied zwischen Bodybuilding und Steroiden und Bodybuilding und MAP mit einer optimierten Aminosäurenversorgung. Hier bei den Steroiden haben Sie ein fast Aufblasen wie einen Ballon mit Wasser. Es ist ein großer Anteil an den sogenannten steroidbedingten Muskelpaketen des Bodybuilders ist Wasser. Genau. Während hier eine extreme Muskeldichte dazu kommt. Also das heißt, nicht nur die Querfasern, sondern auch die Längsfasern der Muskeln werden gestärkt. Und dadurch kriegt er natürlich eine Dichte, wenn man hinklopft, das ist fast wie Stahl. Ja? Das heißt, es ist auch die Dichte, die sich verändert, das, was er jetzt gerade gemeint hat. Ja. Und das ist, das ist die wichtige Botschaft für Frauen jetzt. Die brauchen keine Angst haben, dass sie jetzt solche Oberarme kriegen. Nein, die kriegen, das hat sie ja, die Frau Thum in einer Sendung auch gesagt, das Kollagen verbessert sich, der Kollagenaufbau, die Magermasse verbessert sich, die Muskeldichte wird besser, das Gewebe wird dadurch fester. Und das ist wichtig. Und die Frauen möchten ja lediglich festeres Gewebe. Die wollen ja jetzt nicht ausschauen wie Popeye, ne? Ganz klar. Man würde noch gerne in die normalen Kleider reinpassen. Na, das kriegen sie auch nicht, wenn sie. Sie kriegen nur einen Muskelmassenzuwachs, wenn sie dynamisch Gewicht aufbauen oder Intervalltraining machen. Sonst haben sie nur eine Verbesserung der Muskeldichte. Ja. Jetzt haben Sie noch gesagt, dass es anfangs ein bisschen schwer war, die ersten 4, 5 Tage. Mhm. Wie war das dann für das Umfeld? Wie hat das Umfeld darauf reagiert? Weil ich denke, es könnte ein bisschen schwierig sein, wenn man da mit einem Freund dann irgendwo in ein Restaurant essen gehen will und dann guckt man sich mal die Speisekarte an. Wie haben Sie das dann gemerkt? So schlimm war das nicht. Natürlich wird dann schon ein bisschen geschaut, wenn dann natürlich dann Fritten oder Reis oder irgendwas liegt und ich fasse das gar nicht an. Aber es gibt so viel auf der Speisekarte, was Low Carb ist. Von dem her, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, also wenn man weiß, wo sind Kohlenhydrate drin und wo sind sie versteckt, dann verzichtet man drauf. Dann nimmt man einen Salat mit Essig und Öl, ein schönes Steak mit einem schönen Fettrand drumherum. Also da gibt es viele leckere Sachen. Also und Spinat dazu und Spinat, Gemüse, Brokkoli, stärkearmes Gemüse, Blumenkohl. Wir haben gestern erst... Kein Problem, das ist überhaupt, es ist im Kopf. Ja. Es ist im Kopf. Und, Aber viele machen mit. Also ich muss sagen, schauen sie zwar ein bisschen skeptisch, dann redet man mit ihnen, dann erklärt man ihnen eigentlich, um was es da um das Ganze geht, was eigentlich mit dem Körper abgeht. Und dann fragt man auch, willst du wirklich so weiterleben? Oder willst du es jetzt doch nicht auch mal versuchen, ein bisschen mehr Lebensqualität, was man ja auch automatisch bekommt, ein bisschen mehr Energie. Und es sind schon einige, die jetzt umgestiegen sind.
und vielleicht nicht ganz so extrem, aber doch ein bisschen sensibilisiert sind, was alles eigentlich da in diesen Produkten, die man kauft, drin ist, an Kohlenhydraten und so. Der Mensch ist einfach. Ja, und wie schädlich sich Zucker auswirkt auf das Hautbild, auf den Darm und so weiter. Und wir hatten ein Tumorseminar vor 2 Jahren in Zypern und da waren ein paar teilnehmende Ärztinnen dabei und die sind nach meinem Vortrag zum Thema ketogene Ernährung voller Begeisterung nach Hause und haben angefangen, sich ketogen umzustellen. Und ich habe Liebesbriefe bekommen. Ja? Ja, ich habe ja gar keine Pickel mehr und die Akne ist weg. Und nicht, es gibt haufenweise Studien zur Entstehung von Akne aufgrund der oxidativen Schäden von Zucker. Gibt es. Warum haben die Pima-Indianer keine Akne? Nicht? Von wegen Hormonumstellung. Von Jugend ist das alles Quatsch. Es ist im Wesentlichen unsere Zucker- und Kohlenhydratreiche Ernährung. Und wenn Sie die umstellen auf Fett und Fleisch und Gemüse und Salat, dann verändert sich Ihr Hautbild. Und das gefällt natürlich den Frauen, nicht? Seitdem bin ich der Held. Nicht, weil ich einen guten neuen therapeutischen Ansatz geliefert habe, sondern weil die Akne weg ist, ja? Ja. Okay? Wow. Ich bin total begeistert. Wirklich sehr, sehr viel Informationen habe ich wieder lernen dürfen. Ich habe viel erkannt und ich muss sagen, ich glaube, es wäre für mich auch mal eine Option, wirklich das auch mal auszutesten, auszuprobieren. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass Sie beide jetzt hier bei mir in der Sendung waren und auch mich darüber aufgeklärt haben. Ich bin wirklich total gespannt. Ihnen gucke ich nachher gerne noch ein bisschen zu, wenn Sie da mal Ihre Liegestützen machen. Okay. Sehr schön. So, und jetzt habe ich noch etwas ganz Kleines für Sie, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Und zwar sind wir in der Planung. Nicht nur ich möchte Herr Reinwald ausquetschen, sondern auch Sie dürfen uns sehr, sehr gerne Ihre Fragen schicken. Schicken Sie sie uns per Mail, beispielsweise an redaktion@quantisana.tv oder rufen Sie uns an. Wir sind unter der Nummer 071 544 95 62 erreichbar für Sie. Schicken Sie uns Ihre Frage oder rufen Sie uns an und teilen Sie uns diese Frage mit. Gerne würden wir Sie mal an einer Sendung live mit dazuschalten oder Ihr Mail einfach vorlesen und diese Frage direkt an den Herrn Reinwald stellen. Nicht nur ich soll ihn ausquetschen, sondern auch Sie dürfen ihn mal richtig auf den Zahn fühlen. Ich freue mich sehr und wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal hier bei Quantisana TV. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Hab Vertrauen, wir bauen die Welt wieder auf. Unser Licht weist uns den Weg aus der Fährte voll Rauch. Hab keine Angst, denn die Angst hält uns stumm. Und am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung.